Servus und herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. Ich hoffe, mein Endscreen-Gelaber war jetzt das letzte Mal nicht zu lang, sonst hätte ich es jetzt schneiden müssen. Das muss ich mal gucken, weil der Endscreen soll ja, ne, von der Länge her passen. Ich habe jetzt hier mal offscreen ein paar Sachen reingemacht. Ich habe die erweiterten Splitter reingemacht, damit wir eine stärkere Salve haben, weil damit werden wir jetzt auch noch arbeiten müssen. Und ich habe uns defensiv ein bisschen verstärkt, Steinstärke und Granitstärke, damit sind unsere Scherben aber auch alle. Ich wollte einfach, dass unsere Defense höher ist, weil wenn die uns so auf die Eier geht, mit Verlaub gesagt, dann ja, das kann schon wehtun. Und ich sehe hier oben, seht ihr links diese Leiste links oben? Die ist ja noch ellenlang. Vielleicht fehlt da doch noch einiges am Spiel. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Ja, wir gehen in den Kampf zurück und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zu sehr aufs Maul. Ja, ich glaube, das ist jetzt der Dank für den Cliffhanger. So. Ach komm, übertreib's doch nicht gleich. So. Ach komm, jetzt haben wir uns echt von der Schlange treffen lassen. Das ist das erste Mal. Ach, da. So. Ah, geht er weg. Oh, im Flug, ey, komm. Hier hinten bin ich jetzt erstmal kurz sicher. Okay. So. Was ist das denn? Ich sehe nichts mehr. So. Ja, natürlich, jetzt kommen wieder die Bomben. Ja, ist ja gut. Boah, voll gefetzt, ey. Shit. Nein, ey, ich hatte die so weit down. Oh. Das ist doch Kacke. So. Unnötig.
So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt. Merkt ihr ja schon. Gut, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Irgendwie wird mein Controller heiß, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt habe ich nicht an die Bomben gedacht. Ja, natürlich wieder voll getroffen. Und schon wieder. So, jetzt haben wir sie gleich. Tut mir leid, dass ich jetzt die spannungsgeladene Kommentarweise nicht hinkriege, aber ich muss mich echt extrem konzentrieren, weil ich möchte jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Ach, endlich. Ah, endlich dürfen wir das auch mal. Ja, soll ziemlich wehtun. Als der Staub sich schließlich gelegt hatte, sah man von Augustine nur noch ihre Augen, die aus der Betonhülle herausschauten. Die Wut, in der sie noch kurz zuvor erfüllt waren, war jetzt etwas Neuem gewichen. Furcht. Gut so. Wir hatten alles zerstört. Ihre Festung, die Armee, die sie aufgestellt hatte. Die Zukunft, die sie geplant hatte. Schon bald würde es die ganze Welt erfahren. Sie hatte versagt. Zur Strecke gebracht von einem Gamer, einem Junkie und einem Rowdy aus der Kleinstadt. Die Menge jubelte, als Augustine weggebracht wurde. Vor alledem hätte niemand geglaubt, dass Menschen und Conduits zusammen leben könnten. Jetzt läutete ausgerechnet ich ein neues Zeitalter ein. Und die Conduits, die jahrelang in Curtain Cay eingesperrt gewesen waren, sie würden bald wieder frei sein, um ihr eigenes Leben zu leben, um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Was mich betraf, ich hatte bekommen, was ich wollte. Und jetzt? Jetzt musste ich ein Versprechen einhalten. Das ist nur die Frage, ob die alle noch leben. Betty. Delton. Es ist weg. Ja. Alles ist weg. Versprochen ist versprochen, oder? Und die anderen? Du bist die Erste. Ich bin erst angekommen. Du bist mein Retter, Delton Rowe. Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute, stimmt's? Wo ist Reggie? Reggie. Hat mich gerettet. Ich liebe dich, Bruder. Und ich werde dich vermissen. Richtig geil. Richtig geil gemacht. Tja, das war Infamous Second Son. So schnell kann's gehen. Wir waren also dem Ende sowieso schon sehr, sehr nahe. Das ist jetzt unnötig mit
nebenbei Sachen zu strecken. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gelohnt hätte. So oder so muss ich jetzt dazu sagen, ich freue mich, dass ihr dabei wart, die kleine Gruppe, die sich das Let's Play angeschaut hat. Ich habe mich wirklich sehr, sehr über jeden gefreut, der mal vorbeigeschaut hat. Das Spiel hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es jedem von euch empfehlen. Es kostet momentan, glaube ich, 20 Euro im PSN Network, also wirklich ein Schnäppchen. So oder so muss ich jetzt noch dazu sagen, den Abspann lasse ich euch natürlich durchlaufen. Ob die Musik drin bleibt, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, was YouTube dazu sagt. Ich versuche es drin zu lassen, deswegen labere ich da jetzt auch ein bisschen drüber. Ansonsten lasse ich den Abspann jetzt durchlaufen. Sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr unter diesem Part vielleicht mal einen Daumen nach oben da lassen würdet nach dem ganzen Let's Play. Ich mag das ja nicht so gerne, danach zu betteln, danach zu fragen. Aber ich glaube, nach dem letzten Part, der ja doch aus, auch mit den Parts davor, nicht gerade unepisch war, wird sich das doch mal lohnen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue bei diesem Let's Play, dafür, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr meinen Sachen treu bleibt, mich verfolgt. Und bis zum nächsten Projekt bei ITR Games. Bis denn! Und Servusle!
light shines a lifeline. Escape is what I need. I should have listened last night, girl. This is beyond belief that we keep falling for the lure of liquid confidence and lies. And we skydive. You are not in control. Just to feel alive. On the way down, screaming, whoa!